Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last One of Us Part 1. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Oh, Hunde! Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Und zwar haben wir jetzt die Aufgabe, den Funkturm zu finden. Gesehen haben wir ihn, wir müssen nur noch hinkommen. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Ehrlich? Mann, das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch. Tja, wo müssen wir jetzt lang? Fireflies waren hier. Ja, sieht ganz so aus. Wie sollen wir sie finden? Ich kenne da wen. Meinen Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Bist du dabei, ha? Klingt nach einem guten Plan, Mann. So, wir mal hier rum. Hey, Henry. Ja? Was ist mit den anderen? Und was meinst du? Na, wenn wir leben, kann es doch jemand anders auch geschafft haben. Ja, Sir. Das kann gut sein. Ja. Oh, nicht. Deckung! Scharfschütze! Wo ist das hergekommen? Irgendwo da hinten. Bleibt alle hier. Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum. Ich versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey. Vorsichtig. Ich sehe euch! Ich kann euch immer... Schnell!
Verderbt sie, Jungs! Sind die denn?
Deckung! Scheiße! Oh, das war heftig. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Sieh mal da. Okay. Geschafft. Wir Missionen. Komm ich dir jetzt da wieder von weg? Okay. Sam! Sam, alles okay? Ja, geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los! Gehen wir! Oh Gott. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Alles okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Oh Mann. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, recht gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel.
Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Tolle Aktion von Ellie. Oh nee. Das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erst mal ausschlafen. Huh. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Es ist alles deine Schuld. Henry. Henry, nicht. Oh, fuck. Oh, Mann, oh, Mann. Puh, dieses Spiel hat Potenzial. Alter Schwede. Ich sag's nochmal, es ist nicht geeignet für Kinder. Es steht nicht umsonst dieses FSK 18 Zeichen im Thumbnail. Alter Schwede. Jackson County. Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Tja. Ja, so viel dazu. Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Ja, komm. Da kommen wir wohl nicht runter, würde ich sagen. Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei dem Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung.
Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn, wir schaffen das. Gehen wir weiter. Ja, wie das alles so weitergeht, ob wir den Tommy finden, wie die ganze Geschichte jetzt weitergeht, würde ich sagen, seht ihr in einem der nächsten Videos. Ich mache jetzt erstmal einen Cut. Es war doch viel jetzt in den 20 Minuten. Würde sagen, wir machen dann in einem der nächsten Videos weiter. Bis dahin. Wow, was ist das? Du siehst, ist ein altes Wasserkraftwerk. Eine Wasser was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? Genau das wird Gegenstand des nächsten Videos sein. Ich würde sagen, wir speichern jetzt hier ab. Wir schreiben das Ganze und wie es dann weitergeht, seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut, ciao, servus und tschüss, euer Tedenis Spieters, haut rein, bye bye.